Hallo und herzlich willkommen zu einer Plankusser. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass dabei bist. Heute werde ich definitiv den Bahnsteig fertigstellen. Sprich, ich werde da einen Holzboden verlegen, werde die Sicherheitsseile hier platzieren, die ich in der letzten Folge erwähnt hatte, und werde noch die ein oder anderen Dekorationsmaßnahmen vornehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Timelapse und melde mich natürlich nachher nochmal. Bis dann. Ciao.
So, willkommen zurück und ich hatte gerade eine kleine Panikattacke, denn ich hatte aus Versehen die Videodatei gelöscht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Zum Glück war die noch im Papierkorb, konnte wieder retten. Das heißt, die Timelapse hast du dann doch gesehen. Ansonsten hättest du einen schwarzen Bildschirm wahrscheinlich vor dir gehabt. Oder ich hätte eine Abmoderation gemacht, wie gesagt, so, ah, du warst leider nicht dabei, aber ich habe dies und das gemacht. Wir werden uns jetzt einmal alles ansehen, denn wir haben den Bahnhof abgeschlossen. Den haben wir komplettiert. Heißt, in der nächsten Folge können wir uns an anderen Sachen widmen. Aber zuvor werden wir uns natürlich alles nochmal genau betrachten. Wie zum Beispiel hier mit diesen Fässern. Übrigens hatte einer geschrieben, ja, mach doch hier Seile hin, damit die Kinder sich hier hinter nicht verstecken. Ich finde das nicht schlimm. Wenn die Kinder sich hier hinter verstecken wollen, dann haben die eine Spielmöglichkeit. Weil es dauert ja manchmal, ne? Manchmal steht der Zug 5 bis 10 Minuten hier, bis der losfährt, weil der vielleicht noch auf jemanden wartet, weil da hinten aus dem Freizeitpark, das ist ja im Real Life auch so, wenn du im richtigen Freizeitpark bist, fährt der ja auch nicht direkt los. Dann haben die hier noch eine kleine Spielmöglichkeit und können dann in letzter Sekunde da reinhuschen und dann mit den Eltern hier rumfahren. So, ich bin auch auf jeden Fall super froh, dass ich die Arbeit mir gemacht habe, diesen Bahnhof nach unten zu verlegen. Nicht mehr oben über Tage, sondern hier in dieses Kellergeschoss, weil hier macht er sich einfach viel, viel, viel besser. Mit den Stützen und alles sieht das jetzt sehr gut aus. Übrigens, den Nachtmodus habe ich vorhin mal ganz kurz getestet in der Timelapse, hast du ja wahrscheinlich gesehen. Der sieht nämlich folgendermaßen aus, können wir uns mal ganz kurz hier in Betracht ziehen. Das sieht hier so aus. Nichts Aufregendes, aber es passt. Ne? Es passt und ist Stimmung pur. So, dann haben wir hier natürlich unseren Weinkeller mit dem kleinen Knast und ich habe ja auch eine Kerze da reingesetzt. Wurde sich gewünscht. So, auf jeden Fall habe ich dann hier noch, damals hast du ja gesehen, in der einen oder anderen Timelapse hatte ich dann hier noch ein paar Fässer hingesetzt und der Weinkeller ergibt jetzt auch Sinn. Ne? Also du hast hier überall Weinfässer, überall wird Wein gelagert. Weißwein, Rotwein, Schwarzwein, ich weiß nicht, was es für alles für Weine gibt. Trocken, herb, ich weiß gar nicht. Trocken. Ist dann deine Kehle richtig trocken? Also ist das so wie Sand oder? Ich habe da wirklich keine Ahnung von. Dann haben wir hier, finde ich immer noch ein bisschen komisch, ne? Es sieht das so aus, deswegen werde ich gerade nochmal gucken. Aber die Balken unten, hier so eine kleine Sitzmöglichkeiten für die Leute. Hier unser, ich bin immer noch ein Fan davon, auch im Real Life. So eine Haus-in-Haus-Konstruktion finde ich sehr geil. Und deswegen habe ich das hier auch gemacht. Hier oben so ein paar Lämpchen, ne? Und ja, wer ahnt schon, was dahinter sich verbirgt? Dieser sensationell einzigartige Bahnhof. Ich finde den echt cool. Also ganz ehrlich, der macht auf jeden Fall was her. Hier oben wird natürlich noch viel gemacht. Hier wird noch sehr viel gemacht. Hier wird noch einiges dekoriert. Dann werden wir hier noch weitermachen müssen. Also die nächsten Folgen haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Hier, ich war jetzt gerade überlegen, aber das war, ja, okay, das war so. Dann können wir nämlich theoretisch, die können wir eigentlich wegmachen. Jep, dann haben wir es, bevor ich das irgendwann mal vergesse. So, das heißt, in der nächsten Folge werden wir können ja auch mal gucken, wie sich das Ganze hier in Bewegung ist. Ne, da oben, der hält Ausschau. Hier, der wartet, dass da jemand einsteigt. Wir gehen natürlich durch den Ausgang, weil wir VIPs sind. Hier hast du den Bahnhof. Und was ich auch sehr cool finde, ist, wenn, ach so, wenn der hier durchfährt, hast du so ein bisschen Nebel. Das macht oben nochmal so ein bisschen cooler. Aber ich wollte dann noch Auslöser hinsetzen. In welcher Folge haben wir hier Auslöser hin platziert, dass die Kanonen abschießen? Hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Naja. So. Und hier unser Insasse, der Weinfässer klauen wollte. Achso, eine kleine Sitzmöglichkeit habe ich natürlich auch noch hier kurz hingesetzt. So, das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns an anderen Sachen widmen. Und wie gesagt, wir haben ja noch einiges zu tun und ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Tag, bis dann. Tschüss.